So wie jeden Sonntag sind wir auch diesen Sonntag wieder unterwegs. Die Sonne scheint. Wunderschönes Wetter. Und wir fahren jetzt nach Donsdorf. Da soll eine schöne alte Burg sein. In etwa, ich weiß zwar, wie ich da hinkomme, aber die Burg selber, da weiß ich überhaupt nichts von. Das hat mir bloß ein Geschäftskollege erzählt und da fahren wir jetzt einfach mal hin. Weil morgen müssen wir wieder arbeiten. Und ja, da gucken wir jetzt einfach mal hin, was da los ist. Das ist etwa wieder die gleiche Richtung wie letzte Woche. Chefin fährt, aber diesmal mit einem anderen Auto. Das ist ein Opel Zafira. Was ist mit deinem Auto? Das macht Schläfchen. Das macht Schläfchen? Die hat keinen Sprit mehr im Auto. Und der Sprit ist gerade so teuer. Und da fährt sie dann lieber mit meinem Auto. Aber sei ihr irgend. Ich kann dann in Ruhe. Erst hatte ich überlegt, dass ich fahre, aber dann kann ich ja nicht filmen. Ne? So, aber das kennen wir ja hier alle schon. Also ich melde mich dann nachher wieder, ne? Golfplatz und dann sollte man am Golfplatz dann mit dem Auto 1,5 Kilometer hochfahren. Nachdem da riesen viel Geröllsteine rumlagen, dachte ich mir, wenn ich meine Reifen halt ein bisschen behalten will, dann sollte ich jetzt umdrehen. Das war also sehr problemlos gelöst. Meine Frau hat das gut gemacht. Die ist rückwärts zurückgedüst bis zu einem freien Platz und dann haben wir gewendet und jetzt sind wir auf dem Weg zu dieser Burg. Frau, hast du alles im Griff? Ich auch. Ich habe übrigens eine neue Mütze, ne? Die ich mir gestern gekauft. Und nicht nur die Mütze, nicht nur eine. Ich habe mir 4 Mützen gekauft. Und noch eine mega geile Jacke oder mega schöne Jacke. Was für eine Jacke, Schatzi? Möchtest du die auch haben? Aber die gibt's für dich nicht. So. Da hinten ist die Burgruine. Und wir nehmen uns jetzt wieder den Fußweg. Was guckst du? Es ist sehr, sehr warm. Aber wie man sehen kann, ist schon wieder alles sehr, sehr toll. Meine neue Mütze. Hoch. Ja.
Da fallen dir wieder die Gulavas aus dem Gesicht. Na, dann kommst du mal, ne? Wir sind da eh zu dick, wir zwei. Damit verbrennst du Kalorien. Warum sind wir eigentlich nicht mit dem Auto da hochgefahren? Achso, da hinten ist die Burg. Meine Frau ist noch keine 100 Meter gelaufen, die schnauft wie eine große. Der Wald kommt von der Qualmerei. Ja, auf geht's, komm! Ach was? Ist das ein Panorama, Leute? Hammerhart! Wo bist du? Schatzi? Ach, da bist du! So. Fertig. Noch nicht. Oh. Hammer, oder? Ha? Leute, was ist das denn? Hast du noch zwei einzelne? Nee, ich hab nur zwei, ja, scheiße. Halt mal fest. Du kannst ja mal ein bisschen mit der Kamera hier rumwedeln. Nee, ach doch nicht, Schatzi, was soll das? Du hast gesagt, wedeln. Ach, na, das ist doch nicht schön. Ja, ich kann das nicht. Ja, du brauchst aber mal ein bisschen drehen, oder mal. Du musst doch nicht rumwackeln. Da vorne ist die Linse. Da guckst du jetzt rein. Ich sehe da aber nichts. Ach, die ist so blöd. Ja. Nein, ich sehe da wirklich nichts. Schatzi, das ist...
Guck mal. Da. Jetzt sehe ich was. Ja. Ich glaube, ich gehe alleine in der Burg. Hä? Dann mach das. Da leuchtet was Rotes. Ja, das ist jetzt aufnimmst. Video. Hier. Ach, hier ist es ja Wechsel gehabt. So. Oh. Was für ein Paradies. Oh nee! Was willst du denn hier? Okay, darfst ja mitkommen. Wo willst du als erstes da hoch, oder was? Haben wir, oder? Oh, das ist wieder was für mich hier. Junge, da fällt mir nichts mehr ein, du. Was für ein geniales Ding, oder? Was nur?
Alter Schwede, ist das schön, ha? Ich sag, du wolltest ja nicht hierher heute. Natürlich, du hast heute Abend gesagt, du willst zu Hause bleiben. Nicht? Da habe ich da was verwechselt. Ich hab keinen, hab ich zu Hause vergessen. Na denn. Hammer, oder? Achso, ist ja nicht da, meine Frau. Ah, so sah die Burg früher mal aus, siehst du?
Ist ja der Hammer. Wunderschön. Was wartest du? Du bist, das ist ein Schneuert. Du weißt ja, die Creme de la Creme kommt immer zum Schluss. Oh, kommst du überhaupt runter? Alter Schwede, was ist das für ein geniales?
Was? Normal. Da hat sich wahrscheinlich gehört. Wie? Die 350 Kilo. Was? Wieder runtergeplumpst sind. Ich helf dir gleich, du. Hast doch du gesagt. Wutz, ich hab gar nichts gesagt. Hm. Gar nicht. Wie gefällt's dir hier? Mhm. Was heißt? Mh? Ja. Was ja? Ja, mir gefällt's hier. Also, das ist doch gut. Das habe ich jetzt drauf auf dem Video. Mir gefällt's auch hier. Meine Frau ist wieder erkältet. Los, komm mal. Warum machen wir so weit hier nicht jetzt? Das war bis Oktober letzten Jahres eine Kneipe. Okay. Burgschenke war das. Okay. Ist dann geschlossen worden. Okay. Wollen wir da unten runterlaufen jetzt? Mensch, da kommt noch runter. Ich gehe mal davon aus. Warum nicht? Alle wieder hoch müssen. Das glaube ich nicht. So viel gucken Eisendinger raus, ne? Nicht, dass du darüber fällst. Nee, du musst ja quasi da runden. Guck. Gefällt's dir hier? Ja.
Mir auch. Oh. Was ist das für ein Weg mit dem Kreuz? Den hatten wir noch nicht. Was machen wir? Keine Ahnung. Oder da hoch. Da ist Oldkreuz. Wir hatten vorhin so einen Balken, gell? Ja, einen blauen Balken hatten wir. Ja. Und geht da runter. Da geht das Kreuz lang, aber geht da runter. Ich habe keine Lust, das nachher alles wieder hochzulaufen, weißt du? Ja, ja. Keine Ahnung. Hier steht eine Strane jetzt. Darunter. So. Jetzt haben wir uns die Burg angeguckt. Fazit. Es war wieder gigantisch. Frau, was sagen Sie dazu? Ich habe sie nicht verstanden. Schön war's. Schön war's, okay, also das heißt auf Deutsch, schön war's. Weil meine Frau hat es ein bisschen mit der deutschen Sprache hapert. Weil sie ist Schwäbin. Nein, ich bin Württemberger. Du bist Schwäbisch. Ich bin Württemberger. Quatsch, du bist ein Württemberger. Ja, freilich, da riech aber mal nach. Das wurde alle zusammengeführt. Was? Das reicht doch. Aber trotzdem habe ich recht, dass die Gelbfüßler, die Schwaben und der Württemberger irgendwann zusammengeführt wurden. Dass sie ja deshalb Baden-Württemberg heißt. Die Badener, die Württemberger wurden alle zusammengefasst. So, jetzt habe ich's. Kannst du nachher nachlesen. Wollen wir wetten am Essen? Nicht? Wollen wir 5 Euro wetten? Das hat damit nichts zu tun, trotz alledem. Das war früher war Badener und Württemberger extra und dann wurde ja, irgendwann zusammengeführt. Ja. Sonst würdet ihr auch Württemberg. Trotzdem bin ich kein Schwab, ich bin Württemberger. Hat schon mal Baba gesagt. Sonst würdet ihr Württemberg und Baden heißen, aber das heißt ja Baden-Württemberg. Du hast ja keine Ahnung. So. Und hier. So, genau. Ich wohne hier auch. Du bist ein Reichschnitt. Ich habe aber Kultur hier in Schwabenland gebracht. Weil ich habe zum Beispiel eine GoPro 3 mitgebracht. Die habe ich aus Berlin mit hierher gebracht. Lügner. Was? Lügner. Wieso? Achso, dann hat sie mir Uwe geschickt. Aus Berlin. Ja. Stimmt, der Uwe hat sie mir geschickt. Das Spielzeug. Mit jedem Sonntag im Einsatz ist. Weil es einfach nur Spaß macht mit dem Teil. Gell, Frau? Guck, guck! Meine neue Mütze. Da stehen schon die ganzen Schatzis draußen. Oh. Aua! Das hatte ich, glaube ich, verdient. Na, dann fahr weiter. Ja.